Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect mit mir und Goro bei. Tag. Moin. 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 Moin, moin. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnacht überall. Tönet durch die Lüfte froher Schall. Da hast du jetzt dein ganzes Herzblut mit reingemacht, ne? Dieses Lied. Fröhliche Weihnacht überall. Zu wenig Kapital. Ich bin ja froh, dass du das Lied gesungen hast und nicht andere Weihnachtslieder. Andere Weihnachtslieder? Wie zum Beispiel... Last Christmas. Oh, die Stimme. Goroboy, bitte. Die Stimme. Ich hab ein bisschen eher Gefühl. Das war deine Kopfstimme, ne? Das war meine Kopf-Bruststimme. Oh, was habe ich denn hier gebaut? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Was habe ich denn hier gebaut? Beziehungsweise, was hat das Spiel denn hier gebaut? Sieht das scheiße aus. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Kann nicht einer hier noch die... Das muss der machen, das können die anderen drei nicht machen. Das ging leider nicht. Was soll denn da rein? Das wird hier unser Waffenladen. Unser Waffenladen? Ja, du hast ja gesagt, wir brauchen als nächstes brauchen wir hier mal krasse Wachen. Das hab ich gesagt. Ja, hast du. Hundepatrouillen. Taser wollte ich gerne haben. Taser, ganz genau. Taser. Aber wir haben, glaube ich, kein Geld für Taser. Taser. Oder? Die sind noch gar nicht, die sind da unten, noch gar nicht freigeschaltet. Waffenkammer. 2000 haben wir leider nicht. Tja, müssen wir leider warten. Wir haben wenigstens kein Minusgeld. Das wäre natürlich eine richtige Katastrophe. Hätten wir jetzt hier Minusgeld. Ganz genau. Das ist die Währung aus? Aus? Hm? Tuskerland. Tuskania. Die haben Minusgeld in Tuskania. Die Räume verschwinden nicht mehr. Das Spielberg. Welche Räume denn? Ja, das Auswahlmenü. Hast du das jetzt endlich kaputt gemacht? Die Räume verschwinden nicht mehr. Die kommen unten drunter nochmal. Tja, Leute, müsst ihr damit leben jetzt. Geh doch mal in einen anderen Screen rein. In was für einen anderen Screen denn? Zum Beispiel in die Forschung oder sowas. Ins Menü oder so. Ui. Das hast du kaputt gemacht. Ja, sollen wir nochmal neu laden? Vielleicht? Ja, wir laden nochmal neu. Ja, musst du schneiden dann, ne? Wieso? Weil die Leute nicht sehen dürfen, dass mein Prison. Goro bei Prison heißt hier. Let's Play Prison oder was? Ja, ich dachte, du musst das Spiel neu starten. Nee. Jetzt ist alles wieder gut. Musst du nur kurz neu laden. Alles gut. Entspann dich. Was kriegen die hier wieder? Big Macs hier. Nee, das sind ja. Dann Chöps. Chöps! Lecker Chöps. Was steht denn da auf dem Bett? Schau mal. Auf dem Sofa, meinte ich. Ein Tablet mit Chöps. Mit Chöps? Was macht denn der da? Ruht sich aus. Hat mir erschrocken gerade. Kommt der einfach so reingerannt, weißt du? Dr. Foreman hier. Ja, schon. Irgendwie. Ich möchte kurz mal Mutti anrufen, aber keiner da. Was? Bohr? Bohrer? Bohrer. Und wir haben keine AA-Einzelhaft. Oh doch, jetzt eine ist frei geworden. Guck mal, die da. Die ist immer noch da drin. Die flippt völlig aus. Die dampft schon grün. Die stinkt. Können wir die Strafe irgendwie mildern oder so? Nee. Da muss er jetzt durch. Die stinkt. Die ist noch 14 Stunden in Einzelhaft. Guck mal, die hat überall Punkte. Können wir die nicht hier reinbringen in die Dusche schnell? Die ist 56. Die Riley stinkt. Plätter. Ja, die stinkt. Guck mal, wie die ihre Gase ausdunstet hier. Tja. Die ist ja in der gleichen Gang wie die Nachbarin. Stimmt. Kann man nicht Banden hier anzeigen lassen? Doch. Vier Mitglieder. Null Morde. Super Bande, ey. Informanten. Wir hatten noch potenzielle Informanten, oder nicht? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Alle tot gemacht. Guck mal, ist auch ein Vorteil. Was hier? Ja, gestohlen schon? Von? Da wurden die Sachen hergestohlen. Oh mein Gott. Warte. Der Schlagstock hier wurde... Was? Was hat der denn für einen Weg genommen? Und der hier oben? Der wurde da gefunden.
Ach du Heiliger. Da oben wurde er gefunden. Wo hat die den her? Wo wurde der denn geklaut? Versteckt gefunden. Besitzer. Kommt er aus dem Besucherraum? Weiß ich nicht. Kann sein. Zigarettenhandy. Nee, der Schlagstock, den muss irgendwie von einem Beamten geklaut worden Feuerzeuge sein. Feuerzeuge hier. Von einem Beamten geklaut? Yes. Oh. Die hat was. Da ist was drin. Da ist was drin, ja. Das hat gepiept. Und was findet ihr? Nix. Dreckige Schlüpfer. Ein 12-Cent-Stück zwischen die Arschbacken geklemmt. Und Mackenzie arbeitet in der Wäscherei. Jetzt ist einmal Hof und einmal Essen. Können wir mal in die Kantine schauen? Da, Mackenzie isst jetzt. Mackenzie kriegt was sofort an. Unsere Küche ist natürlich völlig überfordert. Die muss ja jedes Mal die Tische da voll machen. Ja. Ist vielleicht dezent übertrieben. Für Mackenzie meinst du? Ja. Die hat auch 2 Stunden Essen. Auch ein bisschen heftig. Dann hat die eine Stunde, was weiß ich, was kann die denn? Na, wenn ich lasse sie eine Stunde länger arbeiten, dann isst sie halt. So. Ja. Und die anderen kriegen jetzt zu fressen hier. Und Mackenzie ist wo? Auf dem Hof. Mackenzie ist auf dem Hof. Ein Scheißleben, aber wir haben noch 2 von denen. Ja, die andere ist ja noch hier unten. Das ist die, die am Dampfen ist hier. 8 Stunden Das ist die, die am Dampfen ist. Die musste gerade auch pinkeln. Die am Dampfen ist. Das erste, was die machen, wenn die rauskommt, ist erstmal kacken. Kacken. Bestrafung ziehen. Die ist am Dampfen. Ja. Es ist halt so. Was soll ich denn machen? Wir haben echt kein Geld. Aber wir verdienen doch jetzt ein bisschen was. 700? Ja. 2 Tage lang kleine Mahlzeiten? Ach, das war scheiße, ne? Ja, das ist blöd. Hundestaffel, bewaffnete Wachen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld zusammensammeln für die Waffenkammer und dann für die Taser auch nochmal 1000. Ja. Das ist halt schwer mit Geld. Wir können hier oben die Patrouille, die können wir erstmal auflösen hier. Ja, stimmt, die kann weg. Die war unnötig. Die war unnötig. Wie viel Strom haben wir? Das geht noch. Wir müssen irgendwie ans schnelle Geld kommen. Tja, da fällt mir spontan was ein. Geh doch mal los. Spendenstream. Ich dachte mir jetzt eher, dass du dir mal was Reizendes anziehst und dich nachts an die Autobahn stellst. Hat auch was mit Spendenstream zu tun. Nur in einer anderen Form. Wie lange ist sie noch eingeschlossen? 2 Stunden. 2,5. Ja, ich bin auch gespannt, was sie danach macht. Dann dreht sie wieder durch. Wahrscheinlich. Da wird aufgeschlossen und die haut den erstmal auf den Kopf. Den Polizisten haut sie erstmal auf die Fresse. Ja. Der fällt in Ohnmacht, weil die so stinkt. Nummer 1. Die wird als erstes ins Badezimmer gehen. Ja, ja, was kommt darauf an, was sie für ein Ding hat. Weil wenn die schlafen muss, dann wird die erstmal in ihre Zelle gebracht, ob die stinkt oder nicht. Ist ganz laut, was gerade hier passiert. Geh da mal lieber rein. Da, die da. Unten! Die ist nackt. Der hat nach Verstärkung gerufen. Ja. So, gut, dass wir ihn da reingeschickt haben. Die ist jetzt bewusstlos. Die ist doch bescheuert. Ja, okay, aber du siehst, es werden weniger da drin. Das heißt, wir arbeiten die ab. Das heißt, wir arbeiten die ab, ja. 2 Familien warten auf Besuch, 5 in Einzelhaft, 5 eingeschlossen. Eine benötigt medizinische Versorgung. Ja, die kriegt jetzt medizinische Versorgung, ja. Oh, nur noch 12 Minuten. 10. Jetzt wird sie abgeholt. Oh, die kriegen Essen hier in die Zellen. Krass. Das ist doch cool. Oh, sie ist fertig. Ne, sie ist noch eine Stunde 50 eingeschlossen. Na, spuck mal vor hier ein bisschen. Ne, sie wird mitgenommen. Jetzt ist sie weg. Hate my life. Erstmal richtig einen abseilen. Die hat gekotzt. Ja.
Aber jetzt war es erstmal auf dem Klo und schön schlafen. Jetzt erstmal schlafen. Da gehen die eine Stunde und hier 50 noch schnell weg. Stimmt, dann ist sie halt hier. Ach, einschließen, das ist aber dann in der Zelle. Deswegen. Ja, genau. Das ist ja dann aber schon. Aber du musst ja jetzt so oder so hin, weil die ja schlafen. Nee, die beiden auch, die bleiben hier im Loch, wenn die schlafen sollen. Ja, aber wenn sie jetzt frei gewesen wäre, ohne noch eine Strafe mit einschließen zu haben. Das stimmt. Wäre sie so oder so in der Zelle gewesen. Das stimmt. Ach, hier oben war wieder Action. Ich hab's gesehen. Und sie kriegt sie jetzt dann die Handschellen abgenommen als nächstes, oder? Müsste ja eigentlich, ja. Und dann müsste es ihr wieder gut gehen. Ich glaube, duschen würde sie sich ganz gerne nochmal. Ja. Komfort und Privatsphäre. Gut, Privatsphäre hier haben oh, jetzt läuft sie. Du kannst ihr doch folgen. Wie geht das denn? Weiß nicht. So, hier. So, sie muss jetzt nach oben, denn jetzt gibt's Essen. Stimmt, für sie und Mackenzie. Mackenzie ist auch schon McKenzie da. Mackenzie schon da. Die sitzt aber ganz unten an der Tür dran. Hm. Und die? Kriegt nichts. Da ist nichts mehr. Hä? Vom leeren Tablett geholt. Ja, da hinten. Ach so. Und die setzt sich oben hin. Die sind doch in derselben Gang, oder? Nee? Mackenzie ist in keiner Gang. Ach so. Deswegen. So, jetzt kriegt die hier was zu schnabulieren. Die mault aber schon wieder rum. Kann ich allein sowas. Die ist schon wieder schlecht drauf, ne? Was brauchst du denn? Platter, ist das nicht dänisch? Platter. Platter? Weiß ich nicht. Mit D, also wenn das D wäre. Ja, das wäre Platter? Dann. Das wäre dann eher dänisch als das hier. Ja, ne? Ja. Da geht's doch okay. Alphabetisierung. Na. Na. Da haben aber wir in doch der Dusche staut sich das wieder. Die duschen zu lange. Dann sind die unzufrieden, ne? Vielleicht sollen wir die nicht so lange duschen lassen. Ah, 2 Stunden duschen ist eigentlich immer. Ja, aber nee, die duschen zu lange. Die brauchen nicht so lange. 1 Stunde reicht duschen. Dann ist 1 Stunde früher essen. Und dann haben die. Ja, und lassen wir 1 Stunde mehr Freizeit. Ja, 1 Stunde mehr Freizeit. Das sind nur 3 unterschiedliche Sachen da oben. Wie kann es denn sein, jetzt, dass die höchste Sicherheitsstufe und die hohe Sicherheitsstufe gemeinsam, oh mein Gott, gegessen hatten. Weil wir jetzt das geändert hatten, dass die nur 1 Stunde duschen. Mhm. Wie das aussieht hier drin. Hast du gesehen, dass die da dran vorbeigelaufen ist? Ja. Das steht nicht richtig davor. Nee, das steht davor, aber wir haben keine Wache, die das kontrolliert. Das blinkt auch, aber es interessiert keinen, weil da keine Wache dran steht. Hä? Jetzt wird die kontrolliert. Ja. Die hatte was. Ein Splitter. Deswegen muss hier immer eine Patrouille stehen, glaube ich. Wir können auch, damit er. Wir können ihn ja hier lang laufen lassen, ne? Lass ihn so lang laufen, ne? Okay, vielleicht lass ich ihn doch so lang laufen. Wobei es könnte sein, dass es zu lang ist, dass er das dann nicht hört. Mach mal so. Naja, gut. Das ist ja völlig Rille, ne? Hat auch wieder Ach nee, das ist normal, wenn das blinkt. Ja? Oder? Weiß es nicht. Mal ist das normal, mal wollen die Dingsen. Ich weiß nicht. Das ist schwer zu sagen. Mal wollen die Dingsen. Mal wollen die kontrollieren, will ich sagen. Haben wir jetzt genug Geld für irgendwas? Nee, wir haben immer noch kein Geld. Und jetzt ist auch noch hier Besserungsprogramme und Staff Meals abgegangen. Und wir haben echt kein Geld. Wir haben auch kein Geld für die extra Zellen. Wir müssen irgendwas annehmen. Kannst du noch eine dritte annehmen? Ja, das hier. Na dann, jetzt wird erstmal geforscht. Waffenkammer und dann danach die Taser. Das ist ja, was wir brauchen, um vorwärts zu kommen. Genau, aber wir könnten auch noch 2 Hundepatrouillen und 2 bewaffnete Wachen haben. Kannst du das schon machen? Dann musst du aber auch einen Zwinger bauen. Die Hundepatrouillen, ja. Dann brauchen wir einen Zwinger, ja. Dann baue ich den Zwinger hier hin. Den habe ich immer draußen gemacht. Da habe ich immer so einen Zaun nur gebaut. Echt? Soll ich das auch mal machen? Mach doch mal. Das ist ganz süß eigentlich. Können wir hier hin bauen? Mhm. Brauchen die auch ein großes Gefängnistor davor, ne?
Und dann kommt da ein Swinger. Ich hab's extra nicht gesagt, weil ich mir dachte, es ist zu low. Ich hab's gemacht. Mir war's nicht zu low. Nee. Bei dem Ding sieht man aber nicht, wo vorne und hinten ist. Doch, das ist hinten. Das hier ist vorne. Woran siehst du das denn? Instinkt. Oh. So, dann brauchen wir. Was war das? 2 Hundeführer, ne? Ne, 3. Ja, wir haben ja 3 Dinger, dann können wir auch 3 Hundeführer haben. Du hast 3 Dinger, ja. Kann ich bestätigen. So, und dann kriegen wir auch noch. wo wollen wir Hunde-Patrouillen hinhaben? Hunde! Die schicken wir hier durch. Und einer ist die Ablöse hier. Ja. So, dann brauchen wir noch bewaffnete Patrouillen hier. Wie heißen die Hunde? Chip und Chap. Und der dritte? Ritter des Rechts. Nicht schlecht. Aber noch nicht ein Kind dabei. Nee, ist ein bisschen enttäuschend, ne? Ja. Teilen Sie eine Patrouille 2 bewaffnete Wachen zu. Ja, dafür brauchen wir eine Wachenkammer. Die Waffenkammer, so rum. Arbeiten dran. Das waren Chip und Chap. Chip und Chap! Wie hieß denn die Maus? Ritter des Rechts. Nein. Die hatten doch... Das waren Chip und Chap. Mhm. Und dann hatten die so eine... Sabine Popelkopf hieß sie. Die hatten noch eine Mädchenmaus da und eine Mannmaus. Die Mannmaus, die war so nach Käse verrückt. Da hat sich der Schnurrbart immer zusammengekräuselt, wenn der Käse gerochen hat. Das so wie du. Ja, so ungefähr. Nur mir rollen sich dann die Fußnägel hoch. Ach so. So wie Samson oder so? Samson? Und Tiffy. Tiffy? Samson. Tiffy. Nee, das sind die aus der Sesamstraße. Ach du Doofkopf. Der hieß doch aber so, glaube ich. Ja, keine Ahnung. 3 Stunden müssen wir jetzt noch warten. Warum ist denn hier eigentlich nicht... Wie, keine Ahnung, das ist voll wichtig. Dann google halt. Ich weiß es nicht. Was googeln? Ja, Chip und Chap Charaktere oder so. Das wundert mich, dass du das nicht weißt. Chip und Chap. Zwei sind... Das ist immer süß, wenn die gelacht haben. Ja. Man kann sich mit dir nicht unterhalten. Ich warte aktuell nur darauf, dass unsere Waffenkammer per Mäh gedingst wurde. Und dann müssen wir Taser und Taser-Ausgabe machen. Wenn ich später dann nach Chip und Chap Charaktere google, dann google ich auch mal nach dem Verb dingsen. Dingsen. Was genau jetzt dingsen bedeutet. Das Norddeutsch. Das Norddeutsch. Ne, wenn du Norddeutsche wärst, dann würdest du wissen, was dingsen ist. Tja. Bist du aber leider nicht. Nee. Du bist Schwedin. Oh, es buggt hier mit der Hundepatrouille. Was buggt da denn? Ja, wir brauchen ja 2 auf Hundepatrouille und dann einer geht immer die ganze Zeit weg und dann bidding, bidding, bidding. Aber wir brauchen jetzt noch schnell eine Waffenkammer. Und da bauen wir... Stuff rein. Was brauchen wir denn? Wir brauchen hier so ein Waffending. Ein Spind. Achso. Und einen Tisch, ne? Ja. Und wie viele Waffenständer braucht man denn? Nur einen, ne? Ja, warte mal. Wir brauchen, teilen Sie einer Patrouille 2 bewaffneten Wachen zu. Das heißt, wir brauchen 2. Deswegen habe ich 2... Achso, Entschuldigung, 2 Spinde. Ja. Aua. Kurz angeblieben stellen. So, da sind die beiden Jungs. Und dann, wo lassen wir die jetzt langlaufen? Das ist völlig Rille. Hier vorne irgendwo, falls sie es versuchen auszubrechen. Da ist einer und der andere, der kann schon gerne hier so durchlaufen. Echt? Ja, klar. Sind die da nicht unzufrieden? Nee. Ah, die Gäste hier. Die Insassen. Ja, genau, ja, die meinte ich. Die sind unzufrieden dann. Aber weißt du was? Die hängen schon wieder in der Dusche rum. Da gebe ich einen Fick drauf. Erhöhen Sie die Zahl Ihrer Sicherheitskräfte. Schalten Sie die Bürokratie Panzerwetzen frei, Taser frei, Überwachungsmonitor. Platzieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Gefängnis. Das würde ich vorschlagen, machen wir dann in der nächsten Episode. Okay.
Okay. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Grüße meine Mama. Ich nicht.